Gestern Abend bin ich gerade auf das Thema mit der Nase gestoßen worden. Mhm. Ich traf auf einem Fest eine Freundin und wir ließen uns zusammen fotografieren, weil wir uns freuten, dass wir uns nach langer Zeit wiedersehen. Und eine Stunde später sagte sie mir freudestrahlend, unser Foto steht schon auf Facebook. Mhm. Ich dachte, oh, da wäre ich gerne gefragt worden. Das gefällt mir nicht. Ich mache das nicht, dass ich private Fotos auf die Website stelle. Ich erzähle das, um deutlich zu machen, wir müssen uns wirklich erstmal verständigen, was jeder versteht unter Privatheit. Es gibt sozusagen kein Eichmaß, was für alle gilt. Ziemlich schnell werden wir uns einig, wenn es um das Post- und Fernmeldegeheimnis geht oder wenn es um die Unverletzlichkeit der Wohnung geht und so weiter. Das sind Standards, die zumindest theoretisch, sage ich jetzt mal, nach wie vor zählen. Aber die Frage, wie gehe ich mit meinen Daten um, was gebe ich auch selber preis, die ist ja hoch umstritten. Also wir werden sicherlich noch über die politische Seite des Ganzen sprechen, aber ich bin schon manchmal erstaunt bis erschrocken, wie viele Menschen freiwillig ihre Daten hergeben, mit Lust, um Vorteile zu haben, aber auch nur, oder weil sie es einfach nur cool finden, sich mitzuteilen, ob das Fotos sind oder persönliche Informationen über persönliche Beziehungen und so weiter. Es scheint doch eine Menge verloren gegangen zu sein, so von dem Gefühl, dass Privatheit etwas ist, was auch privat bleiben sollte. Und das spielt dann keine Rolle, ob diese Daten möglicherweise politisch oder geheimdienstlich oder auch wirtschaftlich verwendet werden. Dass, steht irgendwie nicht so im Fokus. Und ich finde das bedenklich, nicht zuletzt deswegen, weil man sich ja besorgt fragt, warum erwarten wir vom Staat den Schutz von etwas, was die Leute selber nicht mehr schützen. Also ist das, denke ich, auch eine, wenn Sie so wollen, gesellschaftspädagogische Aufgabe, nochmal Menschen dazu anzuregen, dass sie das nochmal für sich überprüfen. Naja, diese Frage ist ja nicht hypothetisch. Es gibt ja heute autoritäre Staaten, Diktaturen, die über diese Techniken verfügen. Schauen Sie nach China, schauen Sie nach Russland. Da müssen wir gar nicht über Wenn und Hätte reden, sondern können uns anschauen, was autoritäre Staaten heute mit diesen Daten tun, was aber auch die Leute tun, die die Möglichkeit haben, sich zu vernetzen, die über das Internet, obwohl das manchmal erschwert wurde, an ganz andere Informationen herankommen als früher. Wir reden hier nicht über einen Staat. Der grundlegende Unterschied ist, dass meine Erfahrungen in 40 Jahren DDR die Erfahrungen in einer Diktatur waren, mit einer Geheimpolizei, die mich zum Beispiel zur Feindin erklärt hat und meine Freunde. Und da, und weil sie Feind bekämpft hat, Persönlichkeitsrechte mit Füßen getreten hat. Nicht nur das Post- und Telekommunikationsrecht, auch die Wohnungen waren kein Tabu und so weiter. Und das ist eine doch sehr, sehr andere Frage als die Frage, wie wir wie heute öffentliche Stellen oder auch Unternehmen mit Daten umgehen. Weil es in der einen Frage um die Instrumente geht, mit denen man behutsam umgehen muss, und in der anderen Frage um Gesellschaftssysteme. Und das ist doch ein großer Unterschied. Also ich kann dafür jetzt keine bestimmten Gradmesser angeben. Es wird ein Dauerkonflikt bleiben, der immer wieder neu auszuhandeln ist. Und ich persönlich wünsche mir, dass er möglichst transparent zumindest diskutiert wird, damit sich alle im Klaren sind, was lassen wir uns eine relative Sicherheit, eine absolute gibt es ja sowieso nicht, was lassen wir uns eine relative Sicherheit kosten? Was nehmen wir dafür in Kauf? Auch ein Verzicht an Privatheit. Das sind unglaublich wichtige Themen. Übrigens geht es ja nicht nur um Schutz vor Terrorismus, es geht beispielsweise auch um Datenmissbrauch durch Unternehmen. Dadurch, dass wir sozusagen zu gläsernen Konsumenten werden und so, finde ich auch eine ärgerliche Angelegenheit. Aber es ist etwas, was immer neu ausgehandelt werden muss, und unser Problem ist, dass die technische Entwicklung, die sich in den letzten Jahrzehnten vollzogen hat und die ein unglaubliches Tempo aufgenommen hat, dass mit diesem Tempo die Gesetzgebung oder unser Regelwerk nicht Schritt gehalten hätte. Aber selbst wenn die Gesetzgebung damit Schritt gehalten hätte, ist ja immer noch die große Frage, ob man diese Thematik überhaupt hinreichend in Gesetzen verordnen, auch in der Praxis der Überwachung, der Einhaltung der Gesetze nachvollziehen kann. Also das ist, glaube ich, eine Zukunftsaufgabe, die auch uns als Zivilgesellschaft herausfordert.
immer wieder zu diskutieren, was möchte ich gerne, was sind meine Erwartungen an den Staat und welchen Preis bin ich bereit dafür zu bezahlen. Und da kann ich jetzt nicht, das wäre vermessen, jetzt sozusagen eine bestimmte Messlatte oder auf eine Messlatte zeigen, sondern ich wünsche mir, dass dieser Aushandlungsprozess verbunden mit hinreichend Informationen in der Öffentlichkeit geführt wird. Dafür ist sowohl der Staat verantwortlich, beziehungsweise der Gesetzgeber, als auch wir als Zivilgesellschaft. In meiner Zeit als Bundesbeauftragte habe ich zusammen mit meinen Partnern in anderen ehemals kommunistischen Ländern ein Netzwerk gebildet, ein Netzwerk der Institutionen, die für dieses Erbe zuständig sind. Dann hat sich aber ganz schnell herausgestellt, wir sind kein geschlossener Club, sondern es gibt weltweit ein Interesse, sich darüber auszutauschen. Es gibt ja auch in Lateinamerika, in Spanien, in Griechenland Vergangenheiten, die noch lange nicht hinreichend aufgeklärt oder aufgearbeitet sind. Dabei denke ich nicht nur an die jeweiligen Geheimpolizeien und ihre Allmacht, die uneingeschränkte, gegen die sich niemand wehren konnte. Das ist auch ein großer Unterschied. Ich kann ja mich wehren, ich kann mein Problem, wenn der Staat meine Grenzen überschreitet, dass das zum öffentlichen Problem machen. Das ist in Diktatur nicht möglich. Aber zurück zu Ihrer Frage. Es gibt mittlerweile einen weltweiten Austausch darüber, was Gesellschaften, was Menschen brauchen nach dem Ende einer Diktatur oder eines Bürgerkriegs oder Massenmord. Und das ist ein sehr spannender Diskurs, denn überraschend für mich ist, so verschieden diese Systeme auch waren, stellen sich schließlich immer wieder dieselben Fragen. Was brauchen die Opfer? Was machen wir mit den Tätern? Wie kommen wir an die Fakten ran? Und was können wir dafür tun, dass Zivilgesellschaft wieder neu entsteht, sich regeneriert? Und das sind globale Fragen, bei denen man gut voneinander lernen kann.